Moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play NHL 2007 im Saisonmodus mit unseren St. Louis Blues. Playoff Runde Nummer 3, Spiel 4 steht an gegen die Anaheim Ducks. Wir sind wieder zu Gast in Anaheim und haben heute die große Gelegenheit, mit einem Sieg im vierten Spiel den Einzug in die Stanley Cup Finalserie perfekt zu machen. Ein Sieg fehlt uns noch, um also den Einzug in die nächste und damit auch letzte Playoff Runde perfekt zu machen. Wir führen in der Serie nach 3 Spielen mit 3:0 Siegen. Bisschen also eine sehr, sehr souveräne Vorstellung der St. Louis Blues. Ein Sieg fehlt noch und den will ich natürlich ganz gerne heute im vierten Spiel einfahren, um die Serie in Sack und Tüten zu bringen. Also mal schauen, was hier geht auf dem Eis in Anaheim. Nachdem wir zuletzt Spiel 3 mit 5:4 gewonnen haben, dadurch also in der Serie nun mit 3:0 führen. Also wir haben uns einen richtig guten Vorteil geschaffen. Die Ducks stehen extrem unter Druck, dürfen sich keine Niederlage mehr leisten. Wir aus St. Louis, wir haben heute den ersten Matchball, könnten uns aber auch einen Patzer leisten, so schlimm wäre das nicht, aber ich will natürlich gerne im vierten Anlauf auf den vierten Sieg holen, um dementsprechend natürlich auch den Einzug in die nächste Runde perfekt zu machen, denn lange fackeln will ich in dieser Runde nicht, um es natürlich auch nicht nochmal unnötig spannend zu machen. Und ich denke, das dürfte drin sein, heute hier den vierten Sieg zu holen und da die Chance für Garin. Ja, das wäre gleich das frühe 1:0 natürlich gewesen. Und das ist Jackman. Und unsere Blues beginnen hier recht offensiv. Jackman mit der Chance 1:0. Barry Jackman nach 4,5 gespielten Minuten führt St. Louis in Anaheim. So kann's doch mal losgehen. Schöne Aktion von Jackman, setzt sich durch, lässt Jigger am Ende keine Chance. Der Goalie geschlagen, 1:0 St. Louis. Der erste große Schritt in Richtung Stanley Cup Finalserie. Aber Füße stillhalten. Noch viel, viel Zeit für die Ducks, um das wieder gerade zu biegen. Und die haben ihre Qualitäten, das durften wir feststellen in den ersten 3 Spielen bisher. Also von daher ist noch nichts entschieden. Und Getzlaff gleich mal mit dem Schuss. Selanne und McDonald prüft Devis. Selanne jetzt die Ducks am Drücker. Getzlaff, nächste Chance. Wieder Devis. Unsere Blues kommen hinten nicht raus. Devis geht aber auf Nummer sicher und es gibt den Bully. Von 12 gespielten Spielen in den Playoffs 10 gewonnen, Reinhard Devis. Statistik kann sich sehen lassen, der ja Alex Ault in der ersten Playoff-Runde verdrängt hatte im Kasten. So, und die Ducks mit der Chance, Getzlaff! Und ich glaube, das war der Pfosten. Hat er lange gezögert mit dem Abschluss und am Ende Aluminium rettet die Führung unserer Blues. Klumek verliert die Scheibe. Oh, und McDonald natürlich hier mit Antritt. Der ist schnell. McDonald, Devis. Und Delman zu guter Letzt dazwischen. Ja, die Ducks bemüht. Wollen jetzt hier den Ausgleich machen, natürlich ernst. Wissen, sie dürfen nicht mehr patzen, wenn sie ins Finale kommen wollen. Nächste Chance, McDonald. Devis wieder. Nächste Chance. Getzlaff, meine Herren, was ist hier los? Brewer, raus da hinten. Die Ducks schnüren unseren Blues die Luft ab. Anaheim überlegen, aber sie liegen zurück. Also unsere Blues haben sie nicht einfach auf dem Eis. Anaheim macht Dampf, Anaheim hat die besseren Chancen, macht aber keinen Treffer. Und McEmmett mit dem Pass auf Klumek, Schiger, das wäre es natürlich gewesen. Mit unserem gefühlten zweiten Schuss das zweite Tor. Und das ist Kunitz. Kunitz alleine zögert vielleicht zu lange mit dem Abschluss. Marchand bleibt an der Scheibe, nicht energisch genug verteidigt. Das ist mal ein Check. Und Delman und raus, das Ding, das bringt natürlich Zeit, wenn auch wahrscheinlich ein Icing gegen uns, genauso ist es. Aber wir können uns erst einmal hinten wieder sortieren. Das ist, denke ich, ganz gut, wenn die Partie mal unterbrochen ist. McEmmett beim Face-Off. Geht an die Ducks. Chris Pronger aus der Distanz. Natürlich auch einen ordentlichen Schlagschuss drauf, der Pronger. Aber wir haben einen guten Goalie zwischen den Pfosten. McEmmett. Der ist zu lahm, sagen, und am Ende abseits. Da mal die Bank der Ducks, die Cracks haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass hier vielleicht in Richtung Stanley Cup-Sieg doch noch was geht, aber es wird schwer für die Ducks in dieser Runde nochmal zurückzukommen. Und das ist Duck Raid. Scheitert an Goalie Shiger, der hier das 2:0 für St. Louis verhindert. Und das ist Selanne. Teemu Selanne, aber Devis passt auf. Und da macht das Spiel schnell. Bill Guerin über die Außen setzt sich da schön durch. Und der Pass und Raid 2:0. Das gibt's ja nicht. Duck Raid. Eigentlich völlig unverdient dieser Treffer, aber unsere Blues einfach effektiver. Die Ducks machen das Spiel, die Ducks haben die besseren Chancen, aber St. Louis schießt die Tore. So geht das im Eishockey. Shiger ohne Chance, der zweite Gegentreffer für ihn. 3 Minuten 32 noch auf der Uhr im ersten Drittel und St. Louis baut die Führung aus. 2:0, wunderbar gespielt und Duck Raid, der in letzter Zeit ja extrem treffsicher ist, nutzt die Chance, lässt sie sich nicht entgehen. Und wir bauen die Führung aus. So kann es natürlich gerne weitergehen. Ohne großen Aufwand kommen wir hier zu Toren. So muss es laufen. Corey Perry
McKee passt auf, warum er da auch immer dann gleich schießt, wollte eigentlich spielen. Marchand von der Scheibe getrennt, gut von McKee, macht da seinen Fehler sofort wieder wett. Dark Raid nochmal die letzte Minute im ersten Drittel. Und Dark Raid probiert's alleine. Pass auf, Keith DeChuck kommt da dann nochmal zum Abschluss. Nee, Borschemin dazwischen und dann ist das erste Drittel rum. 2-0, St. Louis führt also in Anaheim mit einem 2-Tore-Vorsprung gegen die Ducks. Aktuell würden unsere Blues also im Stanley Cup-Finale stehen. Aber noch ist dieses vierte Spiel nicht entschieden. Noch haben die Ducks 40 Minuten Zeit, um alles wieder gerade zu biegen. Von daher lassen wir uns mal überraschen, was da noch passiert. Ja, anschließend oder zusammenfassend zum ersten Drittel kann man eigentlich bloß sagen, Anaheim hat das Spiel gemacht, St. Louis hat die Tore geschossen. So einfach ist das. Wir waren einfach viel effektiver als die Gastgeber und das ist wohl am Ende vielleicht auch die Entscheidung in dieser Serie. Oder auch, besser gesagt, vielleicht auch der entscheidende Unterschied in dieser Serie, dass Anaheim immer wieder gut gespielt hat, aber St. Louis effektiver war. So kann man das, denke ich, ganz gut sagen. Aber noch ist die Serie nicht gewonnen. Wir wollen uns nicht zu früh freuen. Das ist Bill Guerin. Natürlich ein drittes Tor wäre richtig gut für unsere Blues. Ich glaube, dann könnte man hier noch mehr Sicherheit reinbringen. Bill Guerin. Alleine mit dem Pass auf Keith DeChuck. Schön gespielt und DeChuck zieht vor den Kasten, aber Schuss geblockt und das ist McDonald. Auf den müssen wir natürlich zu jeder Zeit aufpassen. McKee hat das da gut gemacht. Keith DeChuck setzt sich durch. Alleine gegen alle. Kommt da der Pass? Nee. Wird abgefangen. Teemu Solani. Wunderbarer Check. Sehr gut gemacht. Und Keith DeChuck. Und unsere Blues kommen wieder in die Offensive. DeChuck setzt sich durch. Holt sich da die Scheibe nochmal wieder. Der Pass. Ah, nicht so gut. McKee in der Rückwärtsbewegung. Die Ducks kommen. McDonald. Nicht energisch genug gestört, der zweite Schuss. Ohne Erfolg, Getzlaff gleich nochmal. Divis passt auf, stark von unserem Goalie. Und McEmmett, und da ist der Konter. McEmmett alleine gegen Shigea. Gut gehalten vom Goalie. Verhindert er das 3-0 für unsere Blues. Das wäre es natürlich gewesen. So, und jetzt wieder Anaheim. Unterhaltsame Partie, Kunitz mit der Chance. Divis wieder zur Stelle. Corey Perry, Kunitz. Verfehlt das Ziel. Und Klumek muss drauf, macht das stark. Zehner. Zehner alleine verliert letztendlich die Scheibe. Kann passieren. Corey Perry mit dem Pass, der zu ungenau ist. Aber den kriegt Brewer wohl nicht mehr. Kein Icing. Marchand, Kunitz. Marchand erneut. Schön gespielt. Klumek passt auf. Sehr gut verteidigt. McEmmett. Nächster Angriff der Blues. McEmmett mit dem Pass. Und Zehner scheitert an Shigea. Fast das 3-0 für die Blues. Abwechslungsreiche Partie jetzt. Die Ducks nicht mehr so überlegen. Zwar weiterhin gefährlich, aber unsere Blues mittlerweile auch besser im Spiel. Bill Guerin setzt sich da schön in Szene und scheitert an Shigea. Goalie wieder aufmerksam. Oh, aufgepasst, gibt's da Icing. Checkman, der Torschütze des 1-0, holt sich die Scheibe, damit die Partie unterbrochen. So, haben wir gerade Reiner Divis nochmal in Aktion gesehen. Sehr starke Leistung unseres Goalies heute. Hält bis in die 0 fest und das ist Checkman. Ah, gute Gelegenheit da so aus der Distanz. Wird aber am Ende noch gestört. Wisniewski, Marchand. Die Ducks wieder in der Offensive. Marchand alleine setzt sich durch. Guter Schuss. Guter Save. Perry mit dem nächsten Versuch für die Ducks. Und Checkman passt auf. Keith DeChuck setzt sich durch. Geht da was? Keith DeChuck alleine gegen alle. Keith DeChuck mit dem Versuch verzieht. Allerdings hat aber gar nicht so viel gefehlt. Guerin. Kommt da noch einer ran? Ja, Noah Marchand und Getzlaff. Ryan Getzlaff alleine. McDonald mit der Chance. Wieder Divis. Getzlaff, Solani, nächste gute Chance für die Ducks. Die probieren es immer wieder, aber haben einfach kein Glück in der Offensive heute. Und das ist Tynout. Der ist frisch, der ist schnell, der probiert es allein und er macht das 3-0. Das gibt es nicht, denn Tynout. Aber sowas von effektiv heute unsere Blues. Schöne Aktion von Tynout, der Bauerntrick, Shigea ohne Chance. 3-0 St. Louis. Anaheim bemüht sich, Anaheim will hier unbedingt den Anschlusstreffer markieren. Trifft das Tor einfach nicht und unsere Blues, die nutzen ihre Chancen eiskalt aus. Schönes Ding von Aino. 3-0 St. Louis. Und das wird immer schwerer für die Ducks hier natürlich nochmal zurückzuschlagen. Aber das Solani mit der Chance. Aber wenn du natürlich solche Bretter liegen lässt, wie willst du dann auch ein Tor schießen? Das vierte Drittel nähert sich dem Ende. St. Louis mit 3 Toren im Vorsprung. Das wird schwierig für Anaheim in diesem möglicherweise alles entscheidenden vierten Spiel nochmal zurückzuschlagen. Wie gesagt, verlieren sie, sind sie draußen aus den Playoffs und St. Louis wäre mit einem souveränen 4-0 Seriensieg weiter. Das vierte Drittel ist rum. Wir führen mit 3-0 bei den Anaheim Ducks in Spiel Nummer 4, dem möglicherweise entscheidenden vierten Spiel also. Also aktuell sind wir auf besten Wege ins Stanley Cup Finale einzuziehen.
wenn die Ducks diese Partie hier nicht noch zu ihren Gunsten umdrehen können. Aber das sieht unwahrscheinlich aus. Aber wir haben noch 20 Minuten vor der Brust, von daher wollen wir uns mal nicht zu früh freuen. Es ist noch Zeit für Anaheim, diese Partie zu drehen. Ja, und die Statistiken beweisen, Anaheim 12 Schüsse, wir plus 8. Drei davon waren drin, Anaheim hat 12, also wie gesagt, 12 Mal geschossen und kein einziges Mal getroffen. Also das spricht schon Bände. Unsere Blues sind wesentlich effektiver heute, nutzen ihre Chancen und Anaheim verzweifelt. Naja, aber 20 Minuten noch. In einem Drittel kann viel passieren. Deswegen mal überraschen lassen, was da noch so passiert. Das ist Jackman, unser Defensivspezialist auf McKee. Pass auf, Bill Guerin. Gut gemacht. Dark Raid. Er geht alleine. Dark Raid setzt sich durch. Der Pass auf den Chuck. Der kommt aber nicht richtig zum Abschluss. Schade. Wäre eine gute Gelegenheit aufs 4:0 geworden. Keith the Chuck an der Scheibe. Pass auf Jackman. Er probiert's. Und der passt. Ja, Dark Raid kommt zum Abschluss, aber scheitert an Shiger. So, und das ist McDonald für die Ducks. Hat heute schon zahlreiche gute Gelegenheiten, konnte sie alle nicht nutzen und hier kommt er nicht zum Abschluss. Guerin auf the Chuck. Der probiert's. Allein Keith the Chuck setzt sich durch. Da kommt der Pass auf Raid und der scheitert wieder am Goalie der Ducks. Shiger, der starke Rückhalt. So, aber jetzt die Ducks mal in der Offensive, aber das Ding will einfach nicht rein. Wieder unser Davis zur Stelle, unser Goalie. Einfach Gold wert heute. Und Dark Raid wieder. Und der Pass, der nicht ankommt. So, Kunitz. Und wieder McDonald. Alleine setzt er sich durch. Gut gemacht von McDonald. Aber wieder Davis. Getzlaff. Getzlaff, nächste Chance für die Ducks. Delman dazwischen. Und McEmmett. Und bloß raus da hinten für Entlastung sorgen. McEmmett alleine. McEmmett mit dem Pass auf Sena. Aber wieder kein richtiger Abschluss. Unsere Blues nicht wirklich gefährlich jetzt gerade in dieser Phase des Spiels. Aber egal. Wir führen ja 3-0. Pure. Auf Delman. Schön gespielt. Und Delman zieht wieder nach vorne. Der Pass auf Klumek. Schieger hält. Erneut. Und Getzlaff. Und der setzt sich durch. Ryan Getzlaff alleine gegen Davis. Unser Goalie wieder zur Stelle. Marchand und Wischnewski. Und Borschemann und Wischnewski. Wieder nächste Chance. Klumek und McEmmett. Und raus da hinten. Wenn wir das weiter so hier verteidigen, ist der Sieg nicht in Gefahr. Das machen wir sehr, sehr gut. Die Ducks kommen zwar immer wieder zum Abschluss, aber scheitern. Und dann befreien wir uns wirklich eiskalt. Das machen unsere Blues heute sehr, sehr souverän. Lassen sich die Butter hier nicht vom Brot nehmen. Und das ist McEmmett alleine, der verliert die Scheibe gegen Borschemann. Der probiert's aus der Distanz. Aber daneben, Jackman. Auf Dark Raid. Ah, schlängelt sich da durch. Dark Raid, der Pass rüber auf Guerin 4-0. Bill Guerin erhöht. Nahezu problemlos. Die Defensive der Ducks ist einfach viel zu anfällig. Wunderbar gespielt. Bill Guerin lauert im Rückraum. Und lässt sich die Chance nicht entgehen. 4-0 St. Louis, 5 Minuten 47 noch auf der Uhr im dritten Drittel. Das dürfte es wohl gewesen sein für Anaheim. Die Träume vom Stanley Cup Finale sollten ausgeträumt sein für die Ducks. Und St. Louis muss trotzdem weiter aufpassen. McDonald und dann ist er drin. 4-1. Teemu Selänne mit dem Ehrentreffer oder vielleicht mit doch etwas mehr, wer weiß. Schön gemacht. Gut gespielt natürlich und da ist dann Davis auch mal machtlos, aber der hat so viel gehalten, da darf dann auch mal einer reingehen. Also nur noch 4-1, Anaheim mit den Ehrentreffer, 4 Minuten 36 noch. Ob das reicht für die Ducks, um hier nochmal ernst zu nehmen, zurückzukommen, ist fraglich. Das ist also Barrett Jackman, ich denke, das werden wir über die Runden bringen hier. Trotz des Gegentreffers wirklich eine sehr, sehr tolle Vorstellung unserer Blues, das muss man schon sagen. Aber wir müssen aufpassen, Selänne nochmal gegen Davis. Unser Goalie passt auf. Nächste Chance. Getzlaff. Ja, aber gut verteidigt. Dark Raid. Spiel nähert sich dem Ende. Und St. Louis steht kurz vor der Qualifikation für Stanley Cup Finale. Entweder gegen Carolina oder Tampa Bay. Das wird sich dann entscheiden. Aber erstmal bringen wir noch die Partie hier zu Ende. Die letzte Minute des Spiels läuft. Anaheim braucht mindestens 3 Tore, um das hier auszugleichen. Und ob sie das jetzt noch schaffen in den letzten Sekunden der Partie, ist zumindest anzuzweifeln. Sagen wir es mal so. Kaczanik. Auf Drake. Der setzt sich da nochmal durch. Gut gemacht von Drake. Der Pass 5-1. Danny Notes zweiter Treffer. Er verdeutlicht damit natürlich nochmal das Ergebnis der Blues. Schön gespielt. Und da hat er dann zu viel Freiraum. Lässt sich die Chance nicht entgehen. 5-1 St. Louis. Wird am Ende auch ein sehr, sehr deutlicher Sieg werden in diesem vierten Spiel. Und die Ducks, auch wenn sie im Prinzip das Spiel gemacht haben,
Wie gesagt, defensiv viel zu anfällig und da kennen unsere Blues heute kein Erbarmen. Nutzen ihre Chancen eiskalt aus und genauso muss es laufen in den Playoffs. Da muss man eiskalt sein, kaltschnäuzig und darf kein Erbarmen kennen und unsere Blues machen genau das heute richtig. Und das ist Whitefield. Setz ich da nochmal in Szene. Der Pass auf Orsek, der war heute wenig zu sehen. Naja. Moan nochmal. Und aufgepasst. Carlson. Nee, Pelston war's und da ist er drin. Travis Moan verkürzt nochmal. Nur noch 5:2 Anaheim mit einem weiteren Ehrentreffer. Schön gespielt wieder. Und wir so eine Chance. Aber das hilft den Ducks am Ende natürlich auch herzlich wenig. 16,2 Sekunden noch. So. Und Anaheim also geschlagen in dieser Runde 3 der Playoffs. Aber nochmal die Ducks. Geben sich zumindest nicht auf. Das muss man ihnen schon lassen. Aber wie gesagt, sie waren so ineffektiv in dieser Serie. Und das macht sich am Ende bemerkbar. Und das war's. St. Louis ist weiter. Wir gewinnen Playoff-Runde Nummer 3 mit 4:0 Siegen und ziehen damit ins Stanley Cup Finale ein. Ducks natürlich frustriert, aber das ist eben so. St. Louis war in dieser Runde ganz einfach eine Nummer zu groß für die Ducks aus Anaheim. Ja, und somit bleibt unser Ziel Stanley Cup weiterhin realistisch. Wunderbar, eine tolle Serie von uns. 4:0 Siege, das ist schon deutlich, aber es denke ich auch verdient. Haben damit natürlich jetzt auch die Western Conference endgültig gewonnen, also sind der Sieger der Western Conference in den Playoffs, ziehen als Sieger dieser ins Stanley Cup Finale ein. Das ist schon mal viel wert und werden somit auch schon unsere erste Auszeichnung in der Saison erhalten. Genau, und da ist der Pokal für den Gewinn der Western Conference. Schönes Ding, auch wenn man nicht viel erkennen kann. Und dann gibt es natürlich die Übergabe an unseren Captain Dallas Drake. Aber aus Höflichkeit nimmt er den natürlich auf dem fremden Eis nicht an. So gehört sich das. Freude natürlich groß bei unseren Blues. Aber noch ist das große Ziel nicht erreicht. Das Stanley Cup Finale haben wir zwar jetzt erreicht, aber der Sieg in diesem Finale, der muss eben erst noch errungen werden. Erstmal noch die drei Stars. Teemu Selänne, der dritte Star mit einem Treffer. Dann der zweite Star heute, Dan Aykroyd mit zwei Treffern für unsere Blues. Und der erste Star zu guter Letzt, Bill Guerin mit einem Treffer und zwei Assists. Also, tolles Spiel von unserem Blues. Wir gewinnen mit 5:2 Spiel Nummer 4 bei den Anaheim Ducks. Ziehen somit ins Stanley Cup Finale ein, gewinnen die Playoff-Runde Nummer 3 mit 4:0 Siegen, also doch recht deutlich und souverän. War eine tolle Vorstellung heute von uns und ich freue mich dann auf jeden Fall auf die Finalserie um den Stanley Cup. Freue mich aufs Stanley Cup Finale, entweder also gegen die Carolina Hurricanes oder gegen die Tampa Bay Lightning. Das kommt ganz drauf an, wer sich dort durchsetzt. Das werden wir dann aber alles im nächsten Part klären. Ich bedanke mich dann wie immer für euer Interesse. Hoffe, ihr hattet euren Spaß und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play NHL 2007. Also, bis dahin. Ciao, ciao.